Tag, Irene Wagner von der Analyse Deutschland. Ich möchte bitte mit Hans-Richard Käfer sprechen. Ja, das ist am Telefon. Wie kann ich Ihnen denn helfen, junge Frau? Herr Käfer, schön, dass Sie da sind. Ich bin heute Ja. für Sie der versprochene Anruf bezüglich des zwei Duschgele von Fancy Shower Gewinnspiel. Da hatten Sie ja mitgemacht vor circa 2 Wochen. Deshalb melde ich mich heute nochmal. Bei was habe ich mitgemacht? Zwei Duschgele von Fancy Shower. Ja, bekomme ich die Fancy. jetzt? Habe ich das gewonnen? Das werden wir gleich sehen, Herr Käfer, Ja, sehr ja. gut. Ich schaue gleich nach. Also das Gespräch wird erstmal aus Qualitätsgründen aufgezeichnet. Ist das okay? Das was bitte? Das Gespräch wird aus Qualitätsgründen aufgezeichnet. Aus Sicherheitsgründen. Ja, Ist das in weswegen? Ordnung? Ja, warum denn? Ja, weil geprüft wird, ob ich alles richtig mache, auch von der Qualität her, Herr Käfer. Also die Qualität ist sehr, ich kann sie gut hören, die Qualität ist in Ordnung. Und ob ich auch alles richtig sage. Ja, Ja, das das ist weiß auch ich sehr nicht. Das wichtig. weiß ich Eben, ja noch nicht. genau, richtig, genau. Und deshalb wird das Gespräch aufgezeichnet, denn ich werde geprüft, ob ich alles richtig sage. Von wem denn? Von unserem Qualitätsmanagement. Ach so, so hausintern. Richtig, genau. Ja. Ja, also ist es okay für Sie, wenn das Gespräch dann aus Qualitätsgründen aufgezeichnet wird, Ja, wenn das okay? sonst keiner zu hören kriegt, soll mir das recht sein. Ich will kein Internetstar werden. Wir stellen das nicht ins Internet, keine Sorge, Herr Das hätte ja sein, gibt ja Käfer. diverse, die das machen. Nein, das machen wir nicht, Herr Käfer, auf Dann ist keinen ja Fall. gut. Dann können Sie Ja? das machen. Also ich rufe, wie gesagt, wegen zwei Duschgele von Fancy Shower Gewinnspiel an Ja. heute. Sie hatten am 11.04.2018 um 18:07 Uhr auch persönlich am zwei Duschgele von Fancy Shower Gewinnspiel teilgenommen und sich eingetragen, richtig? Ja, auf die Uhrzeit würde ich mich jetzt nicht festlegen lassen, weil ich kann mich maximal so eine Stunde zurückerinnern an Sachen. Gut, aber Sie haben ja mitgemacht, darum geht es. Scheinbar schon. Na, Sie haben am zwei Duschgele von Fancy Shower am Gewinnspiel haben Sie doch teilgenommen. Ist das Ja, richtig? kriege ich die denn jetzt auch? Ich muss jetzt erstmal die Antwort bekommen auf meine Frage. Ich muss wissen, ob Sie auch ein Teilnehmer sind und ob Sie auch mitgemacht haben. Ja, sicherlich, wenn Sie das Okay. sagen. Sehr gut. Ich rufe heute an, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie für den Hauptgewinn registriert wurden, Herr Käfer. Ja. Das heißt, Sie kommen in die Hauptverlosung. Da Ja. wünsche ich Ihnen jetzt schon einmal viel Glück bei der Ziehung des Hauptpreises Aber und drücke. warum sagen Sie denn Hauptgewinn? Man sollte sich da doch anmelden, um Produkttester zu werden. Das sollte doch keine Auslosung sein. Oder habe ich Na, das falsch verstanden? Produkttester heißt, dass Sie dann die Produkte als Geschenk bekommen, als Hauptgewinn. Also ich dachte jetzt, jeder, der sich da anmeldet, bekommt das. Ich warte jetzt schon die ganze Zeit immer auf den Postboten. Nein, 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 das kommt nicht jeder. Das ist eine Verlosung, das ist ein Gewinnspiel gewesen. Ja, da stand doch Produkttest drüber. Das ist ja gemein von denen. Ja, das ist für Sie, dass Sie als persönlich das für sich testen wollen. Also ich dachte, da ist die Firma im Prinzip auf der Suche nach Duschgel-Testern. Und weil ich mich jetzt ja Okay, nun mal nein, schon nein, nein, seit... das ist für Sie zum Testen. Das ist so ein kleines Päckchen, ja, das Ja. Sie dann erhalten. Und wenn Sie dann einen Hauptgewinn haben, dann haben Sie ja für ein ganzes Jahr zum Duschen, Ja, ja. das wäre ja auch gar nicht schlecht, weil ich dachte, ich lebe jetzt ja schon ein paar Jahre länger und habe da entsprechende Erfahrung in der Körperhygiene, dass ich da ein guter Tester wäre und dazu gleich halt auch noch ein bisschen was verdienen kann, nicht wahr? Ja, sehen Sie, was Sie dann bekommen, sind natürlich die Produkte. Ja, wenn Sie den Hauptgewinn haben, das ist sehr Ja. schön. Ja, und dann werde ich Sie auch hierzu registrieren, drücke Ihnen den Daumen, dass es auch klappt. Ja. Dazu prüfe ich aber auch noch die Daten. Spörsigweg 27, Ja, in Baden-Baden. 76534. Ja, das ist die Postleitzahl. Ja, jeder darf auch mitmachen, wenn er 18 ist. Das sind Sie ja auch, der erste, zweite, 41. Ja, schon ein bisschen länger, nicht wahr? Ja, also Ü18 darf ich sagen. Dürfen was bitte?
Ü18. Was bedeutet das? Über 18. Ja, ja, schon ein paar Jahrzehnte länger, nicht wahr? Okay, Herr Käfer, sehr gut. Ja, also nach einem Ausweis hat mich schon länger keiner mehr gefragt. Außer bei der Verkehrskontrolle, aber das ist ja was anderes. Okay, die Analyser Deutschland hat sich für den Hauptgewinn registriert. Wir sind Sponsor des Gewinnspiels und geben auch allen Teilnehmern die Möglichkeit an einer kostenlosen Beratung für den Bereich Telefon, Festnetz, Internet und Handy, wenn Sie haben. Das heißt, ich schaue mit Ihnen, ob wir die Beträge, die Sie zahlen, für Sie senken können. Nutzen Sie zu Hause nur Telefon oder haben Sie auch ein Handy? Ein was bitte? Handy. Nee, das ist mir zu kompliziert. Also so normales Telefon für unterwegs nutzen Sie nicht? Nein, mein Enkel hat mir sowas mal geschenkt, aber das ist ja immer leer. Das Na gut, was haben Sie da für ein Telefon? Mit Tasten oder so mit Glas oben? Ja, das hat oben Glas, wo man so die, sag ich mal, die Sachen sich angucken kann, die man da reinschreibt. Nicht, man muss, kann das ja nicht blind machen im Prinzip. Das ist richtig. Und zahlen Sie da etwas dafür? Nee, das hat mir mein Enkel ja geschenkt. Und nutzen Sie das auch? Nicht wirklich, weil das immer so schnell leer geht. Und ich vergesse das ja immer aufzuladen. Als letzter Zeit habe ich das, sag ich mal, hauptsächlich als Briefbeschwerer genutzt. Und um anzugeben, wenn der Nachbar rüberkommt, der ist noch älter als ich und hat da gar keinen Plan von. Der ist dann immer ganz begeistert. Aber Sie können dann, laden Sie immer schön auf. Meine Mutter, die habe ich auch 2 Jahre gebraucht, um ihr das beizubringen. Ja. Dass Sie das Handy immer mitnehmen, wenn Sie unterwegs sind, wenn was passiert, dass Sie das schnell anrufen können. Ja, sag ich mal, wenn die Nordkoreaner angreifen, dann bringt mir das ja auch nichts mehr. Da braucht man auch kein Handy mehr, ne? Ja, haben Sie, sag ich mal, so portable Atomschutzbunker? Sowas könnte ich brauchen. Sie sind ja so lustig, das finde ich schön, Herr Käfer. Ja, das Leben ist traurig, da muss man sich ja ein bisschen Freude behalten, oder nicht? Haben Sie recht, ja, ich bin auch sehr, sehr fröhlich. Mein Papa nennt mich von klein auf immer Sonnenschein, weil ich immer lache. Das ist doch wunderbar. Ja, Herr Käfer, Sie nutzen ja zu Hause auch ein Telefon. Ist da Internet dabei oder haben Sie nur Telefon? Ja, ich habe auch Interweb. Und was zahlen Sie da monatlich? Da müsste ich Sie jetzt belügen. Das geht immer so automatisch. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Weil irgendwann hat mein Enkel mir mal so einen Computer mitgebracht, weil ich so gern, Musik aufnehme. Oder seitdem das halt machen kann. Und da braucht man ja auch das Internet dafür. Richtig, ja. Unter anderem. Und bei welchem Anbieter sind Sie denn? Bei der Telekom oder wo sind Sie da noch? Nee, das hat mein Enkel gemacht. Da kam keine Firma. Ja gut, aber Sie haben ja Telefon und irgendwer bucht das ja ab monatlich. Ja, das ist bei der Sparkasse, nicht wahr? Ja, die Bank ist die Sparkasse. Doch welcher Anbieter bucht ab? Die Telekom, Vodafone, 1&1? Also es ist Vodafone. Und was zahlen Sie da? Wissen Sie, was da abgebucht wird von Vodafone? Ich meine 29 Euro. Also knapp 30 Euro. Ja, richtig. Okay. Was hat das jetzt mit dem Duschgel zu tun? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wir sind Sponsor. Ja. Ja, des Gewinnspiels. Und jeder Sponsor ruft die Teilnehmer an und fragt nach, ob sie auch eine Beratung haben wollen. Da haben sie die Möglichkeit. Doch bei Vodafone sind Sie hier gut aufgehoben. Das hat das Enkelkind sehr gut gemacht, Herr Käfer. Hat er das? Ja, da sind Sie sehr günstig mit den 30 Euro, wenn abgebucht wird, Internet und Telefon. Das ist perfekt. Ist das gut? Handy haben Sie auch. Nur nutzen sollten Sie es, dann klappt alles. Ja, vielleicht können Sie mich da ja mal durchführen. Da kann ich. Ich habe ja Ihre Handynummer nicht, Herr Käfer. Wie meinen Sie das? Na, Ihre Handynummer. Wir haben ja hier eine Festnetznummer von Ihnen. Ja, ich meine ja, dass Sie mich da mal in den Gebrauch unterweisen vielleicht. Weil der Enkel, der studiert jetzt, der ist ja nicht mehr oft da.
Der ist jetzt ja irgendwo in Hamburg da. Okay, na, wenn Sie Hilfe brauchen, dann rufen Sie ihn doch ganz einfach mal an. Der wird doch für seinen Opa ein paar Minuten frei haben. Ja, ich möchte ihn ja nicht zur Last fallen. Ach, das machen Sie nicht. Also ich freue mich, wenn meine Oma immer anruft. Ja. Also das soll ja nicht lange dauern, aber so, wenn Sie Hilfe brauchen oder so, ja, dann bin ich immer für meine Oma auch da. Und ich denke, das Enkelkind denkt genauso. Ja, dann kann ich das ja mal probieren. Ja, wenn Sie da Hilfe mit dem Handy brauchen, rufen Sie ihn doch ganz einfach mal an. Ja, und wann ist das sehr jetzt schön mit dem Duschgel? Wann wird das entschieden? Ja, Sie bekommen jetzt, Sie gehen jetzt erstmal in die Hauptverlosung. Ja. Und dann werden Sie in 2 Wochen Bescheid bekommen, ob Sie da gewonnen haben oder nicht. Rufen Sie dann wieder an? Dann rufe ich nicht an, dann rufen die vom Hauptgewinn an. Wie heißen die denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht, Herr Käfer. Ach so. Ich weiß ja nicht, ja, wie die Mitarbeiter bei Fancy Shower heißen. Naja, das ich also rufe ja nicht von dem Fancy Shower an. Ich also die Firma selber. Die Firma selber heißt Fancy Shower. Richtig, genau. Ja, ist das so? Ja, das ist so. Was würden Sie denn jetzt antworten, wenn ich Ihnen sage, dass es das Produkt gar nicht gibt und dieses Gewinnspiel, sag ich, nur eine Falle ist, damit die Leute ihre Daten preisgeben? Nee, das ist es nicht. Ja, Sie können ja bei diesem Gewinnspiel mal ins Impressum gucken. Das ist ein bekannter Datenhändler. Der hat unter anderem auch noch exakt die gleiche Seite für Kaffee, für Windeln und für zig andere Produkte, damit die Leute sich da anmelden. Das ist alles eine Verarsche. Ja, aber trotzdem gewinnen die Kunden auch, die Teilnehmer. Ja, aber die Produkte, die Produkte existieren ja gar nicht real. Wenn Sie mal, sag ich mal, bei Google mal Fancy Sour eingeben oder Wunderwindel, da findet man nur dieses Gewinnspiel. Da gibt's also, sag ich mal, keine Seite, wo man das käuflich erwerben kann oder, sag ich mal, bei irgendwelchen Firmen bestellen. Das ist alles ein Fantasieprodukt eben. Nein, Herr Käfer. Also wenn Sie gewinnen, werden Sie die 2 Duschgele von Fancy Shower bekommen. Ja, aber die gibt es ja gar nicht. Ich habe auch Gewinne. Ich habe auch iPhone, Handys, Gewinnspiele. Ich habe hier Baby-Gewinnspiele, Disneyland Paris, ah ja, Reisen. Das Disneyland wird zum Beispiel gerade auf ganz vielen Internetseiten auch beworben mit gekauften Daten. Ja, die geben da ganz schön viel Geld aus. Ja, das ist richtig. Was kostet denn das, wenn Sie da so Datensätze kaufen? Das ist ja bestimmt auch nicht günstig. Das kann ich Ihnen nicht sagen, da müsste ich meinen Chef fragen. Und er wird Ihnen das bestimmt nicht sagen. Aber vielleicht Nein. können Sie ja in einer ruhigen Minute mal schauen, dass das alles im Prinzip ja alles eine riesen Verarsche ist. Das Und ist es nicht, Herr Käfer. Ne, das geht können ja, Sie mir glauben. Das geht also ja nur darum. Ich arbeite hier auch schon 7 Jahre. Und ich kenne viele Kunden, die hier auch gewonnen haben. Ja, haben Sie so ein Duschgel jemals in der Hand gehabt, real? Na, ich kann das hier nicht in der Hand haben. Ja, das oder... Weil ich ja nicht von Fancy Shower bin. Ja, das hätte ja sein können, sag ich mal, wenn es das schon so lange gibt, dass Sie da, sag mal, was bekommen haben. Okay, dann werde ich mal nachgucken, im Internet jetzt auch googeln heute Abend. Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Ja, das ist, weil es gibt ja da, ich bin ja wegen meinen Enkel jetzt halt auch im Internet, nicht wahr? Und ja. Da gibt's, Sie kennen Sie YouTube, diese Videoseite? Ja, kenne da ich. Gibt's ja, da gibt's so einen jungen Mann, der hat da quasi, sag ich mal, so einen eigenen Kanal, wo der, sag ich mal, quasi diese Datenfalle nennt er das. Da nimmt er das alles auseinander und da ist das Fancy Sour eben auch dabei gewesen und viele andere. Da wird das Sehen erklärt. Sie, Herr Käfer, Sie sollen nicht immer alles glauben, was im Internet steht. Ja, zum Beispiel, ja. Dass man da was gewinnen kann, sollte man nicht glauben. Ja, das können Sie auch. Man kann sich ja eigene Meinung bilden. Das ist richtig. Doch ich arbeite hier schon 7 Jahre, bin sehr zufrieden. Und die ganzen Gewinnspiele, die im Internet sind, die sind echt. Die Kunden können hauptsächlich im Hauptgewinn das gewinnen, wo sie da mitgemacht haben. Hab ich noch nicht erlebt. Von den Millionen Kunden können natürlich nicht alle gewinnen. Das ist selbstverständlich, das geht gar nicht. Also ich würde jetzt... Es kann nur einer gewinnen, würd jetzt den ja, Hauptpreis. Ich würde jetzt ja schwer bezweifeln, dass da überhaupt was rausgeht, weil ich, sag ich mal, auf meiner Recherche nicht einen Menschen finden können, der das irgendwie bestätigen konnte, weil die verlosen ja angeblich 100 Promoter. Da müsste doch keiner ins Internet gehen und dort eintragen, der hat was gewonnen. Im Internet stehen meistens nur die negativen Sachen, die sich beschweren.
Genauso wie der bei YouTube. Ja, der war vielleicht sauer, weil er nichts gewonnen hat und hat da jetzt eine Recherche gemacht. Aber das ist auch nicht 100%. Man muss sich immer zwei Seiten anhören. Ja, das habe ich ja gemacht, indem ich bei dem Gewinnspiel mitgemacht habe, wo der sagt, ja, das Einzige, was dann passiert, ist, dass sein Telefon den ganzen Tag klingelt. Und er hat recht gehabt, der junge Mann. Kennen Sie den vielleicht? Richtig, Sie haben ja auch angekreuzt, dass die Sponsoren bei Ihnen anrufen dürfen. Das war ja im Gewinnspiel. Sie hätten ja auch das Häkchen rausnehmen können, dann hätte keiner angerufen, Herr Käfer. Jetzt ist das ja aber so, dass diese, sag ich mal, ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt schon zu viel wird, aber es gibt ja ein Urteil von Bundesgerichtshof, ich habe mich da ja auch mit befasst, dass man aufgrund der Teilnahme an solchen Sachen, sag ich mal, die Leute gar nicht anrufen darf. Das ist schon ein paar Jahre her. Sie können sie ja, wenn Sie nachher mal googeln, da können Sie ja auch mal Bundesgerichtshof Werbeeinverständnis mit eingeben. Da können Sie sich das bestätigen lassen. Genau, Herr Käfer, sonst hätte ich ja heute nicht angerufen. Ich habe Sie auch am Anfang des Gesprächs gefragt. Das Gespräch wird aus Qualitätsgründen aufgezeichnet. Dann haben Sie ja auch zugegeben, dass es okay ist. Ja, am Telefon ist das ja in Ordnung, aber nicht, wenn man das im Internet macht, weil ich hätte jetzt ja auch den Namen von meinem Dackel da reinschreiben können. Und dieser Satz bedeutet auch, dass ich Sie heute angerufen habe und das doch auch darf. Ja, nur heute, morgen nicht mehr. Warum nicht? Na, weil ich, wie Sie schon sagten, Werbetelefone am Telefon gibt's ja nicht. Es gibt kein Werbetelefon am Telefon. Das haben Sie gerade gesagt. Dürfen wir nicht machen. Heute durfte ich Sie anrufen, weil Sie ja zugesagt haben. Also ich würde mich freuen, wenn Sie mich nochmal anrufen, nachdem Sie sich da, sag ich mal, reingelesen haben. Ja, das darf ich dann nicht mehr. Tut mir leid. Na, ich gebe Ihnen dafür ja mein Einverständnis gerade. Das ist richtig, doch wir haben ja hier unsere Daten am PC. Ich darf mir nichts notieren, keine Daten. Wir haben Datenschutz. Ja, wenn ich Sie jetzt wegklicke, dann sind Sie weg, Herr Käfer. Sie können mich doch nicht einfach wegklicken. Ich habe doch auch Gefühle. Ja, also ich drücke Ihnen die Daumen für den Hauptgewinn. Ich weiß, dass es nicht klappen wird. Ich weiß es zu 100%. Aber es ist schön, dass Sie da so zuversichtlich sind. Da hat, sage ich, der Arbeitgeber Sie... Das bin ich auch. Da hat der Arbeitgeber Sie gut indoktriniert. Da sind Sie gut indoktriniert worden. Wenn Sie nicht gewinnen, dann wird ein anderer gewinnen, Herr Käfer. Ja, wissen Sie auch, wer gewinnt? Der Datenhändler, der ein Schweinegeld mit den Daten macht, der gewinnt bei der Sache. Na, er gewinnt vielleicht, weil er die Daten verkauft. Ja, das meine ich ja. Die machen Schweinegeld damit. Aber die gewinnen trotzdem die Produkte. Und wissen Sie, Sie sind ja nicht die Einzigen, die mich anrufen. Da sind ja tatsächlich, sag ich mal, irgendwelche Zeitschriftenbetrüger, die auch aus dieser Quelle kaufen. Ja, die versprechen eine Reise. Ich habe das auch schon von Kunden gehört. Richtig, genau. Und es ist halt die Frage, sagen wir, wie eine Firma wie Sie sich da, sag ich mal, aus dem gleichen Pool bedienen kann, wo, sag ich, Kriminelle unterwegs sind. Na gut, dann wird ja der Bundesnetzagentur viel zu tun haben. Ja, aber die sitzen ja alle im Ausland. Wir können uns nicht, bei uns ist alles 100% alles sicher, Herr Käfer. Also ich kann hier kein schlechtes Gewissen haben, bei uns ist alles 100% alles in Ordnung. Die was bitte? Bei uns ist alles 100% alles in Ordnung. Ja? Ja. Bin ich ja beruhigt. Ich brauche ja kein schlechtes Gewissen haben. Ja, die anderen, wenn sie da solche Betrüger sind, die tun mir dann richtig leid. Naja, weiß nicht, ob die einem leid tun sollen. Na gut, also wenn die Netzagentur hinterher ist, werden sie ja schon aus dem Verkehr rausgenommen. Ja, das bringt ja nichts, wenn die irgendwo im Ausland sitzen. Wie wir sitzen? Okay. Nein, nicht Sie, die Betrüger da. Im Ausland? Ja, zum großen Teil, ja, nicht wahr? Na gut, dann sollte man immer nachfragen, aus welchem Land Sie anrufen. Ja, und wissen Sie was? Wenn Sie nicht aus Deutschland sind, dann einfach auflegen. Ja, aber wenn dann Betrüger anruft, der wird doch dann nicht sagen, ja, ich rufe Sie aus Bosnien an oder aus Kalkutta. Der wird dann ja sagen, ja, Duisburg, Mannheim oder sonst irgendwas. Aber wenn das Sie nachher man, schon an... Das sieht man doch an der Rufnummer, oder nicht? Ja, das kann man ja fälschen. Das ist ja heute kein Problem mehr. Ich könnte Sie jetzt mit der 110 anrufen, wenn Sie das möchten. Sie kennen sich da super aus, okay. Ja, na, ich habe ja hier, sag ich ja, diesen Kanal da gefunden. Das ist ja im Prinzip mein Lebensinhalt geworden.
Da habe ich auch gelernt, dass wenn einem einer anruft, dass man einfach mal die Telefonnummer bei Google eingeben soll. Und da kommen sie auch nicht gerade gut bei weg. Da können sie ja nachher auch mal gucken. Okay. Wenn sie einfach mal die eigene Telefonnummer bei Google reinschreiben. Ich weiß meine Nummer nicht, das ist von PC. Die Wir ist haben von, ja kein Telefon, Herr Käfer. Haben Sie was zu schreiben? Ja, sehr gerne. Ja, das ist 030. Ja. 206. Ja. 46. Ja. 9740. Analyse Deutschland. Und da können Sie ja nachher mal gucken. Und Sie haben, sag ich mal, von... Also es gibt eine Seite, die nennt sich Telos, bewertet quasi an Telefonnummern. Und das geht eine Skala von 1 bis 9. 1 ist sehr seriös, 9 ist unseriös und Sie haben eine 8 im Prinzip. Ja, das ist richtig. Wie gesagt, im Internet tragen sich alle die ein, die unzufrieden sind. Kein positiver Kunde wird etwas positiv im Internet was eintragen. Na der doch. Denkt ja gar nicht daran. Der ein oder andere ist ja dabei, der sehr glücklich war ja, mit richtig. Ihrem Service. Ja, richtig. Doch zum größten Teil tragen sich nur die ein, die meckern wollen. Ja, die sich die den Frust rauslassen wollen und das sind die, die sich dort immer eintragen. Woher wissen Sie denn, hat Sie jemand von Analyser schon angerufen? Nein, ich habe das gerade, ich bin ja multitaskingfähig, außer mit meinem Handy. Und ich habe das ja nebenbei bearbeitet. Ich rufe Sie doch heute zum ersten Mal an. Ja, das ist richtig, aber ich habe ja Ihre Nummer, ich bin ja öfter unterwegs, ich schon mehrere Dutzend Mal im Display gehabt. Ja, richtig. Wir versuchen Sie ja schon seit 2 Wochen anzurufen. Ist das denn, haben Sie das so nötig bei Ihnen? Na gut, das ist doch hier automatisch immer ja. 2 bis 3 Mal am Tag, morgens, mittags, abends, bis wir den Kunden erreichen, bis wir heute damit miteinander gesprochen haben. Ja, und ja. Dann werde ich Sie jetzt aus unserer Liste schön rausnehmen. Von Analysa Deutschland werden Sie dann nicht mehr angerufen, Herr Käfer. Ich finde das aber schön, dass Sie sich, sag ich mal, da argumentativ zur Wehr setzen, auch wenn ich, sag ich mal, dem ja, keinen höheren Nutzen abgewinnen kann, weil ich ja die Fakten hier vorliegen habe. Aber die meisten Menschen legen auf und werden dann beleidigen. Von daher möchte ich da also mein Kompliment aussprechen. Dankeschön, Dankeschön. Sie haben recht zu allem, was Sie sagen, Herr Käfer. Ist das so? Es gibt solche und solche. Versprechen Sie mir, dass Sie mal Dr. Google fragen mit den Sachen und sich einfach mal da, sag ich mal, die Gegenseite anhören. Ja, mache ich sehr gerne. Heute Abend gleich, wenn ich nach Hause komme, werde ich mir mal anschauen, ja. Das, was Sie mir gesagt haben. Herr Käfer, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund und weiter so fit, wie Sie sich... anhören. Ja, ich bin sehr fit, das können Sie mal glauben. Nicht nur auf den Füßen, auch im Kopf vor allem. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist mit das Wichtigste überhaupt. Dann verlasse ich mich mal drauf, dass Sie sich da mal ein bisschen informieren. Und vielleicht macht das ja Klick bei Ihnen. Naja gut, ich mache meine Arbeit hier seit 7 Jahren sehr gerne. Also ja, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Eine Arbeit gerne machen und sich, sag ich mal, da zumindest in einer Grauzone bewegen, wie ich das einschätzen würde. Das sind ja 2 Paar Stiefel. Die einen sind schön sauber und die anderen, die stecken im Slum fest, nicht wahr? Na gut, also unsere Firma ist ja total sauber. Ich habe damit kein Problem, Herr Käfer. Ja, ich bin ja der Meinung, Sie werden das ja sehen, wenn Sie das mit dem Bundesgerichtshof angucken, dass diese Gewinnspiele, sag ich ja mal, keine rechtlich einwandfreie Werbeeinverständnis sind. Das werden Sie ja selber lesen. Da will ich jetzt gar nicht weiter versuchen, Sie zu überzeugen. Sie können das ja dann auf der Bundesseite nachlesen. Das ist richtig. Die Werbeeinverständnis geben Sie ja schon bereits, wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen. Da ist ein X... Ja, dass ihre Daten an dritte Personen für Werbungszwecke weitergegeben wurden. Ja, das weiß ich. Und wenn Sie das wegklicken, ja, dann werden keine Anrufe kommen, wenn Sie das X drin lassen im Feld, dann dürfen Sie diese Anrufe ja auch bekommen. Jetzt gebe ich Ihnen mal noch einen Insider-Tipp. Ich habe das auch schon mal gemacht. Ich habe weder ein Häkchen angeklickt, noch eine E-Mail bestätigt. Der Telefon ist trotzdem wie wild gegangen. Richtig, dann war kein Häkchen, dann war das automatisch schon mit drin. Dann am besten wegklicken und gar nicht mitmachen. Ja, selbst dann. Ich habe das ja alles durchprobiert, weil ich, sag ich mal, die Sachen, die ich da auf YouTube gesehen habe, ich wollte das mal nachstellen.
Okay. Weil ich habe ja viel Zeit und ist alles bestätigt worden. Und dann habe ich den Okay. jungen Mann auch abonniert hinterher. Okay. Ja, das ist, ich schreibe dem auch öfter mal. Der schreibt sogar zurück. Da war ich sehr begeistert. Na, das finde ich ja super. Bin ja, vielleicht stoßen Okay. Sie ja unterwegs auch noch drauf. Ich will jetzt hier keine Ja. Werbung hier machen. Nee, dann ist alles okay. Ich mache keine Werbung, Sie machen keine Werbung. Das ist ja Ja, dann wünsche ich wunderbar. Ihnen alles Gute, Herr Käfer, und danke schön für das freundliche Ja, Gespräch. sehr gerne. Schönen Abend noch. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Da, meine Freunde, so kann sich das anhören. Das passiert, wenn ihr bei Gewinnspielen oder Produkttests teilnehmt, die es überhaupt nicht gibt. Derjenige, der mir nachweisen kann, dass es Fancy Shower gibt, kriegt Gutschein von Amazon von mir. Das gibt es nicht, genau wie die Wunderwindel und sonst irgendwas. Aber die Leute da sind schön indoktriniert, die glauben auch, wenn es denn so ist, nach vielen Jahren immer noch, dass das alles legitim ist, aber. Wir haben Gerichtsurteile, wir haben gesehen, was mit Dinner for Dogs passiert ist, auch wenn es sie einen Scheißdreck kümmert, das Berufsverbot. Ich mach weiter und ihr hoffentlich auch. Bis dahin.